Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auffallend anders. Wie ihr seht, ein Duke kommt selten allein. Allein, 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 allein. Folgen schon gesehen habt, waren unsere letzten Tuning-Projekte alle irgendwie, hatten alle irgendwas damit zu tun, mit Hulks, mit Captain Americas, ja, mit irgendwelchen Filmen oder bekannten Serien. Ja, und diesmal natürlich wieder auch eine schöne Serie, ein Duke kommt selten allein. Kinder der 80er oder 70er, 80er Jahre kennen sich da sicherlich gut aus. Türen hatten die, glaube ich, gar nicht, weil sie immer durchs Fenster gesprungen sind, die Dukes. Ja, das Design des Autos wurde natürlich dem Serienfahrzeug, damals ein Charger, nachempfunden. Wir haben dafür den Carbon Baron 2.0 verwendet. Da haben wir ja schon eine extra Folge zu gemacht. Und was unser Tuning-Spezi Ruby alles an diesem schönen Auto verändert hat, das blenden wir euch später nochmal ein oder jetzt. Ach, Ruby. Das ist jetzt der zweite, der ist wieder ein bisschen krasser wie der erste, obwohl der erste schon mega war. Der war schon richtig super. Wir haben ihn damit auf der Rennstrecke gehabt, wir haben ein ausgiebiges Video schon gemacht über die ganzen Echt-Carbon-Teile von NAP. Jetzt der zweite davon. Ja, in der wunderschönen Farbe Romango. Gucken wir uns gleich von draußen an. Die Farbe alleine ist schon ein Highlight. Ja, innen hat sich nicht viel verändert zu dem anderen. Wir haben natürlich hier das Carbon-Interieur, Carbon-Lenkrad mit Wildlederabsetzung. Hier haben wir endlich unsere Felgen bekommen, die wir eigentlich schon bei 1.0 haben wollten. Ja. Da gab es halt diese Lieferprobleme. Das sind jetzt 22 Zoll Pfossenfelgen. Eigentlich nicht zu bekommen, das ist halt ein Problem. Wir haben die schon vor mindestens einem halben Jahr bestellt. Wir haben uns ja vor einem halben Jahr garantiert schon darüber unterhalten und wollten die haben. Sind immer nicht lieferbar gewesen. Endlich haben wir sie bekommen. Wie gesagt, alles echt Carbon. Ja. Also nicht nur laminiert oder was, wie andere Hersteller machen, sondern wir fertigen alles exklusiv oder lassen es fertigen von der Firma NAP aus echt Carbon. Das heißt, klar hat seinen Preis, aber ist halt exklusiv und hat garantiert nicht jeder. Ist der eigentlich auch ein bisschen tiefer gelegt? Aber nicht nur ein bisschen. Ja, also wir haben jetzt hier einen Gewindefedernsatz drin. Jetzt habe ich ihn erstmal individuell, der ist ja gerade fertig geworden, jetzt habe ich ihn erstmal individuell so auf die Bühne eingestellt. Wir können natürlich mit der Höhe noch variieren, nach oben, nach unten ist noch ein bisschen Platz, vorne ist stimmig, finde ich. Ja, gut, der Schweller ist halt auch wieder Carbon, ne? Ja, richtig, auch wieder echt Carbon. Heckspoiler sieht natürlich auch wieder richtig schön edel aus, ne? Ja, in der Sonne kommt es noch mal ein bisschen geiler, oder? Ja. Ja, wie gesagt, wir haben hier den Heckspoiler, selbst mit den, wenn wir hier mal gucken, den Kameraeinlass. Oh ja, stimmt, Kameraeinlass. Ja, selbst den Kameraeinlass haben wir da in Carbon, was auch macht die Sache nochmal rund, finde ich. Ja, also das sind so kleine Details an der ganzen Sache, die Sache einfach nur rund machen. Und hier haben wir jetzt mal probiert, mal mit runden Endrohren. Mhm. Ja, in schwarz glänzend. Wir hatten eine NAP-Klappenabgasanlage dran. Und ja, klingt, wir haben sie schon gehört, die ist schon kernig. Wollen wir die uns auch nochmal anhören? Wollen wir uns mal anhören, sagen. Ja, und wer auf andere Folgen oder andere Serien steht, ja, der kann natürlich auch sagen, ja, foliert mein Auto auch nach dieser Serie. Können wir auch alles machen. Können andere Fahnen drauf machen, andere Logos, andere Nummern. Dazu haben wir euch auch mal eine Wrapping-Folge gemacht. Die blende ich euch oben ein. Ja, dann genießt das Auto, genießt den Sommer. Bis dann.